Gibt es nochmal die fette Ladung Bali-Vibes und die fette Ladung Struktur für zu Hause. Denn heute ist unser letzter gesamter vollständiger Tag. Einige fliegen heute zurück, andere fliegen morgen zurück. Und da wollen wir natürlich, dass jeder optimal vorbereitet ist für die nächsten 6 Wochen zu Hause. Machen wir jetzt eine ganz konkrete Roadmap, wo wir in den verschiedenen Bereichen, die wichtig sind für die jeweiligen Business, genau aufstellen, was passiert danach, wie gehe ich das an und so weiter. Dass jeder optimal zu Hause weiter produktiv Gas geben kann. Und das machen wir jetzt heute in den Einzelsessions. Wird ein produktiver Tag. In jedem der drei Bereiche, Produkt, Marketing, Organisation, sammelt jetzt mal jeder für sich, machen wir erstmal eine Einzelrunde, alle Dinge, die so in den nächsten 6 Wochen auf jeden Fall zu tun sind und bringt sie dann mal in eine Reihenfolge der Wichtigkeit, in eine Reihenfolge von, okay, alles klar, nächste Woche mache ich das, übernächste Woche ist der Fokus hier drauf, überübernächste Woche ist der Fokus hier drauf, dann soll mein erstes Produkt an den Start gehen und das ist jetzt alles nicht in Stein gemeißelt, aber soll euch so eine grobe Anleitung an die Hand geben, damit ihr wisst, wann der Fokus auf welche Dinge ist und auch so ein bisschen so ein Ziel vor Augen, dass ihr seht, okay, alles klar, Ende Mai habe ich das, das, das und das am Start und könnt jetzt quasi rückwärts gucken, was die einzelnen Steps dahin sind, wie muss ich das Ganze strukturieren, dass ich genau dort ankomme. Der Frankie Bar ist ja komplette neue Aufstellung. Das heißt, wir haben ein neues Brand, neues Logo, neues Coloring, neues Wording, Social Media, Webseite, Shop. Also man kann zwar in den alten Shop integrieren, aber es ist aber läuft der trotzdem unter der Smart Chocolate Dachbrand und auf dem gleichen Instagram-Account und so? Ja, oder? Oder wird es nicht? Nee, Smart Chocolate ist Smart Chocolate, der Frankie Bar wird Frankie Bar. Okay. Also wir müssen es trennen. Auf einen extra Shop, extra Webseite und alles? Wahrscheinlich nicht. Also kriegt eine extra Seite, mit dem Link von der Smart Chocolate Corporate Seite. Ja. Aber ist dann schon fest sicher. Du steuerst. Frankiebar.de über. Genau, du steuerst extern an. Dann fängst du ja quasi in Sachen Marketing eigentlich wieder quasi so ein bisschen von Null an, weil du ja eigentlich deine bisher etablierte Smart Chocolate Power dann nicht wirklich mitnimmst. So. Ja, ich habe einen Vorteil, ich kann es abgeben. Ich kann Smart Chocolate an fitte, fähige Leute abgeben, weil die Smart Chocolate ist eine Sache, das ist eine solide. Ah, dein Hauptfokus soll dann auch eher auf dem Frankie Bar sein? Natürlich, weil ich bespiele damit als Frank. Dann ist immer der Lifestyle Bar, das ist der coole Bar, das ist der einfach wegballern Bar. Aha. Und ich mache das, was ich kann. Mhm. Ich kann entertainen, glaube ich. Ja, ich bin so der kreative Vordenker, ich kann so gewisse Dinge sehen, wo es hingeht, dann gehe ich her und sage, komm, das nehmen wir mal auf die Idee. Ja. So nehmen fitte Leute, fitte Instrumente, fitte was auch immer und schieben das dann quasi an. Das Ziel ist, du kaufst dir den Riegel und dann machst du dir den auf, isst den und währenddessen liest du die komplette Verpackung, weil überall sind irgendwelche Ostereier zu entdecken. Genau, das und schmeißt dich weg damit. Ja. Vielleicht an der Stelle nur, dass wer auch immer jetzt gerade zuschaut, sich nicht wundert, wir wollen ja wirklich auch Coachings anbieten, für Firmen und für Privatleute und deswegen ist jetzt ja aus strategischer Sicht auch einfach das kleinere Produkt der erste Schritt. Ja. Das heißt, das Ding soll bis zu DNX ready sein, worüber wir auch gesprochen haben, vielleicht nochmal kurz vorab an der Stelle, dass wir eine limitierte Auflage machen, damit wir mit einer Facebook-Gruppe und engerer Betreuung das nochmal als Feedback-Phase nutzen können. Sascha und Timo waren ja hier zur Kooperation, da hatten wir an dem Tag schon direkt hast du vielleicht mitbekommen hier im Gespräch, die haben das ja gechallenged, so, warum sollen wir mit euch einen Podcast machen? Mhm. Und ich habe mit denen quasi so verhandelt, was kriegen die dafür und so. Live-Verhandlung. Okay. Und dann habe ich halt gesagt, ja, ich könnte mir vorstellen, wir machen irgendwie einen Expertenteil im Coach und ihr kommt da mit rein. Und dann haben wir das gestern mal weitergesponnen und uns so aufgefallen, ey, da gibt es eigentlich mehrere Leute, zu denen wir easy einen Draht aufbauen können und dass wir denen anbieten für die Folgeversion, wo wir auch mal 1000 Stück oder sowas direkt drucken. Mhm. Die in diesen Expertenteil mit reinzunehmen. Da gibt es ja, das ist das Geile aus dem Thema mit Produktivität und auch irgendwie Vitalität und so dem gesunden Gedanken, da hast du so viele Leute, die perfekt zu uns passen, wo du sagen kannst, ey, ihr kriegt eine Seite, ihr kriegt da eure Fotos rein, ihr bietet geilen Mehrwert, vielleicht haben wir eine Struktur, die immer gleich ist, sodass man halt auf 10 verschiedenen Expertenseiten weiß, was abgeht. Und natürlich kriegen die da ihre Promo-Plattform und wie kann man die erreichen und so. Stark. Das heißt nur eine Woche Launch. Eine Socke. Sogar weniger. Also ich mache Launches immer 3 bis 6 Tage. Du musst halt vorab gut vorbereiten, auf den Punkt kommunizieren und sagen, okay Leute, vom
15. bis 20. oder sogar 15. bis 19. Ja. Und wieso nicht bis 15. bis 31. Ist es viel zu lang, Alter. Kannst du ja nicht. Du willst den Leuten, gehst den Leuten zwei Wochen lang hart auf den Sack, die schon gekauft haben. Die werden von deiner Promo abgenervt. Die Leute, die den Kurs nicht brauchen, nicht kaufen wollen, kein Geld haben, sind auch von deiner Promo abgenervt. Das ist viel zu viel. Viel zu viel, zu viel, okay, zu viel. Okay, 15. bis 20. oder maximal. Was? Maximal. Noch 5 Tage oder sowas. Also ich würde halt jetzt brauchst halt jetzt Fokus. Du hast halt begrenzte Zeit und hast halt jetzt super viele neue Baustellen. Das heißt, was ich machen würde, die beiden Hauptfokuspunkte, wo gerade dein Effort reingeht, ist in den YouTube-Channel und in das Lovecraft-Programm. Das sind gerade die beiden Töpfe, die am wichtigsten sind. Mhm. Der YouTube-Channel bereitet das eine vor, baut Reichweite, baut Instagram da, aber baut eine Tiefe an Connection zu dir her und die Leute können mehr Zeit mit dir verbringen, als sie das bisher konnten. So. Und dafür brauchst du jetzt mentalen und aber auch terminkalenderlichen Space quasi. Das bedeutet, ich würde jetzt halt alle Sachen entweder halt cutten oder so runterfahren, dass du möglichst wenig Brainpower für brauchst. Und deswegen halt zum Beispiel machen wir nicht zweimal in der Woche die Workouts, sondern machen die Workouts einmal in der Woche. Was ich jetzt aber nicht machen würde, ist dieses jetzt parallel alle 14 Tage Workouts für die Balance, alles. Da bist du wieder voll, halt brauchst du wieder nicht. Super kreativ, voll. Musst du wieder ein geiles Format, musst du wieder total. Launch machen, die Leute müssen es erstmal verstehen und sowas alles. 13.05. bin ich im Prinzip komplett online und natürlich, ja, wäre es geil, wenn da dann zum Ende Mai da dann schon irgendwie auch was kommen würde, oder? Wieso Ende Mai? Ich kann es halt gar nicht einschätzen. Klar wäre es geil, wenn direkt am 13.14. was kommt. Das ist der Plan, darauf arbeiten wir jetzt hin. Klar, wenn es nicht klappt, dann klappt es nicht, aber das ist schon auf jeden Fall das Ziel. Wenn du beim Zeller startest, dann willst du ja einen Zell machen. Natürlich will ich das. Du machst jetzt Social Media viel, bist du in den ganzen Gruppen präsent. Das Ziel ist eigentlich, dass du dir bis dahin schon mal so eine Liste anlegst, Excel-Tabelle von wer hätte Bock und kann dich direkt anhauen und sagen, 13. Epic los, bestell jetzt. Ich glaube, es ist auch geil, damit ein Stück weit in so einer Verknappung zu arbeiten, dass du halt sagst, du gehst dann an den Start, bis dahin wird schon einiges passiert sein und viele Leute sind darauf aufmerksam und natürlich sind deine Kapazitäten zum Start jetzt erstmal begrenzt, weil du hast ja noch da noch ein riesen Team dahinter. Das bedeutet, für alle, die wollen, gibt es die Möglichkeit, jetzt schon mal so eine Art unverbindliche Reservierung irgendwie zu machen oder sowas, dass du einfach irgendwie eine E-Mail-Adresse aufschreibst und dann sagst, okay, die jetzt schon mal vorab gesagt haben, dass sie direkt dabei sein wollen, die würdest du dann zum Start auch vorrangig quasi bearbeiten. Und dann würdest du halt am Tag vorher, am 12., würdest du dann deinen 3 Leuten, 5 Leuten, was auch immer du bis dahin quasi gesammelt hast, würdest du nachschreiben und sagen, morgen um 12 geht's los. Können gerne heute nochmal, wenn du irgendwie schon mal Vorabfragen hast, so, können wir Skype ausmachen oder sowas, oder vielleicht sogar 2-3 Tage vorher schon mal anschreiben. Und genau, aber dann halt denen auch erklären, so ey, deine Arbeitszeit ist jetzt erstmal noch nicht überriesig, weil du es alleine machst. Das heißt, wenn sie direkt am Start sein wollen, macht es auf jeden Fall Sinn, direkt am Sonntag zuzuschlagen. Nochmal kurz zu den Facebook-Gruppen. Was ist da so deine Vorgehensweise? Sagst du, okay, ich scroll mal irgendwie einmal am Tag so 20 Minuten durch oder zweimal in der Woche nehme ich mir Zeit und lese dann wirklich alles und nehme mir dann mehr Zeit? Oder wie willst du da so arbeiten? Das ist halt eine sehr emotionale Gruppe. Das sind lange Texte. Du möchtest einen langen Text schreiben. Ja. Das möchte ich auch wirklich erzählen. Ja. Muss ich gucken, ob ich mir da am Tag so 2-3 Beiträge rausfalle. Es geht ja auch darum, du musst ja nicht alles machen. Du musst ja nicht die ganze Gruppe oder sowas, sondern guckst du durch, okay, alles klar. Und das ist ja auch kein Muss. Ich möchte das ja freiwillig machen. Da, wo ich mir denke, boah, und das mache ich auch voll gerne, muss eben bloß eine Struktur finden. Ja. Ne? Ja. Das sehe ich auch so. Ich glaube, das ist auch so, wenn du sagst, okay, ich nehme mir jeden Tag eine Stunde für Facebook-Gruppen und nimmst dir das vor und trägst das in deine Liste ein und so weiter. Dann ist das, glaube ich, um einiges besser, als zu sagen, ich mache mal das so viel, wie ich schaffe und ich gucke mal so ein bisschen so, weil dann ist es halt wieder recht unkonkret. Klar, natürlich, dein Hauptziel ist es jetzt halt, Kunden zu gewinnen und dass du damit Geld verdienst so, aber was du ja jederzeit machen kannst, ist eben für Leute wie Laura oder sowas, die eine Reichweite haben, quasi das kostenlos machen, um dadurch die Awareness zu bekommen, was ja dann auch wiederum dir langfristig gesehen wieder die Kunden reinbekommen. Wenn es jetzt so abgeht und dass du Vollzeit nur für Kunden machst, dann würde ich natürlich keine Sachen kostenlos für Influencer machen, weil du es ja nicht brauchst. Aber da bist du ja jetzt noch nicht. Das heißt, ich glaube, das wäre schon. Das sind ja jetzt nicht Leute, die ich mir einfach rauspicke, weil sie viele Follower haben. Das sind ja Leute, die ich echt gerne mag. Also würde ich nicht irgendjemanden anhauen. Dann hast du ja auch nichts davon. Es geht darum, Leute rauszusuchen, die genau passen zu dir, wo du sagst, boah, die finde ich geil. Okay. Und die dann natürlich noch eine Reichweite haben, was hinten raus dir dann wiederum zugutekommt. Die Kombi muss immer da sein, sonst nützt es dir ja auch nichts. Ich bin
bin einfach nur mega, mega happy und zufrieden und total in mir selbst und kann deswegen auch ja, mit voller Stärke mein Business angehen. Und ja, man muss einfach sagen, dass Bali ja, mit die schönste Zeit in meinem Leben war. Das war erstens die intensivste Zeit in meinem Leben und gleichzeitig die geilste Zeit in meinem Leben. Was ich überhaupt nicht auf der Pfanne hatte, war ja das Thema Mission, Vision, Branding. Also, was hat sich alles getan? Machen es vielleicht mal so, die meisten von euch werden es irgendwie noch wissen. Wir waren die Lifestyle Designers zum Beginn. Jetzt sind wir die Healthy Hustlers. Ich glaube, das spricht schon mal für sich, dass das richtig krass war. Das ganze Thema Positionierung war für uns richtig, richtig geil. Und sonst würden wir jetzt nicht hier sitzen und als Healthy Hustlers zu euch sprechen. Also unglaublich viel gelernt über uns selbst und daraus jetzt ein gesundes Fundament gebaut, mit dem wir richtig Gas geben können. Also das war so das Hauptlearning überhaupt und das Allerwichtigste, würde ich sagen. In Sachen Business ist so viel passiert. Ich fühle mich, als ob ich eine Anleitung habe, wie es weitergeht, wo ich vorher völlig planlos war. Ja, ich denke mal, dass ich mit dem einen oder mit der einen oder anderen in der Zukunft enger zusammenarbeiten werde. Da freue ich mich tierisch drauf. Und es ist auch sehr schwer, heutzutage wirklich verlässliche, gute, motivierte Teampartner zu bekommen. Dass du hier so isoliert bist in einem Umfeld, wo quasi nur Leute sind, die dasselbe Ziel haben und das in so einer entspannten Atmosphäre mit so einem geilen Family-Feeling, das ist eine krasse, krasse Erfahrung gewesen. Jetzt hier Bali ist nicht das Ende und wir werden uns alle verlieren, sondern es ist erst der Anfang und wir sind einfach eine Family und das wird so bleiben. Was die Talentschmiede mir vor allen Dingen gezeigt hat, ist, dass du genau richtig bist, wie du bist und dass wir alle genau richtig sind, wie wir sind und dass erst, wenn wir das wirklich komplett zulassen, zu 100% so zu sein, wie wir sind, erst dann können wir andere inspirieren, erst dann können wir unsere Leidenschaft wirklich nach außen tragen und erst dann können wir Großes erschaffen. Freunde, wir sind durch. Alle Einzelsessions im Kasten und was ich einfach richtig geil finde, haben jetzt echt mit jedem so halbe bis anderthalb Stunden oder sowas nochmal einen ganz konkreten Plan gemacht mit den einzelnen Steps in den verschiedenen Bereichen. Und was ich richtig geil finde, ist, dass sich wirklich jetzt jeder hart committed hat, bis Ende der Talentschmiede mit dem Produkt draußen zu sein und dann am Ende Mai beim Abschluss dann zusammensitzen und uns alle fett high-fiven, weil jeder sein Angebot oder sein Crowdfunding oder seinen Online-Kurs oder was auch immer rausgebracht hat. Und das ist halt richtig geil zu sehen, wie jetzt so das Fundament, die Arbeit, die wir bisher gemacht haben, jetzt wirklich Form annimmt und jetzt in was Konkretes reingegossen wird. Und dementsprechend würde ich sagen, das war ein außerordentlich erfolgreicher Tag. Und jetzt genießen wir noch so die letzten Sonnenstunden und dann geht's auch schon langsam zum Flughafen. So, liebe Freunde, das Talentschmiede-Kapitel Bali ist beendet. Wir sind jetzt am Flughafen, es geht wieder zurück nach Deutschland. Puh, waren das bitte krasse 4 Wochen? Waren das bitte krasse 4 Wochen? So viele persönliche, businesstechnische Transformationen, so eine unglaublich, unglaublich schöne Energie, so viel schönes Feedback von euch allen, die zugeschaut haben. Der Hammer, der Hammer, der Hammer. Krasseste Projekt, was wir bisher gestartet haben. Ich bin unglaublich glücklich, wie alles verlaufen ist und entgegen dem, was natürlich bei einigen unserer Teilnehmer jetzt so vom Gefühl so ist jetzt vorbei. Nein, natürlich ist es noch nicht vorbei. Erst 4 der 10 Wochen der Talentschmiede sind vorbei. Das heißt, gerade mal 40%. Der fette, fette, fette zweite Part kommt jetzt noch. Steht man mal halb nackt auf dem Balkon und ich höre oh!